Obwohl wegen des Wetters einige Athleten absagen mussten, ging dennoch ein hochkarätiges Feld beim 8. internationalen Dresdner Springer-Meeting an den Start. Mit der amtierenden Europameisterin Jirina Swoboda-Patnikova aus Tschechien, der Weltmeisterin von 2009 Anna Rogowska aus Polen und der deutschen Vize-Weltmeisterin Martina Strutz vom SC Neubrandenburg waren gleich drei der erfolgreichsten Athletinnen der letzten Jahre in Dresden angereist. Zunächst hatten aber die Akrobaten des Dresdner SC und die Hip-Hopper um die vierfache Weltmeisterin Dörte Freitag ihren Auftritt. Dann ging es los und wie zu erwarten war, ließen die Favoritinnen die Anfangshöhen aus, um Kräfte zu sparen. So waren es zunächst die anderen Springerinnen, die die Zuschauer begeisterten. Zum Favoritenkreis im Hochsprung der Männer zählten der 21-jährige Russe Sergei Mudro und der Rumäne Mihai Donizan. Der 24-Jährige katapultierte sich vor einer Woche in Bukarest mit 2,30 Meter an die zweite Stelle der aktuellen Jahresweltbestenliste. In Abwesenheit des besten Deutschen, Lokalmatador Raul Spank, sollte Matthias Havernay die Kohlen aus dem Feuer holen. Der war allerdings mit der Maßgabe angetreten, 2,18 Meter zu schaffen und überraschte am Ende sich selbst. Ja, ich habe nicht mit gerechnet und bin auch überglücklich drüber. Großen Anteil haben natürlich die Fans heute gehabt, die eine wirklich Top-Leistung gebracht haben. Das hat mich dann die ein, zwei Höhen noch höher gebracht. Der gebürtige Magdeburger steigerte sich aber im Laufe des Wettkampfes, übersprang locker und leicht 2,22 Meter und machte sich auf, die Norm zur Teilnahme an der Hallen-Europameisterschaft zu sichern. Zunächst riss der 26-jährige Dresdner noch die 2,26 Meter, doch nur wenige Minuten später überquerte ein überglücklicher Matthias Havernay im zweiten Versuch die Höhe, womit nicht unbedingt zu rechnen gewesen war. Ich hatte ja ein schwieriges letztes Jahr und wir haben eigentlich eine Hallensaison so richtig nicht vorbereitet. Die wollten wir mehr im Training so ein bisschen mitnehmen. Also mussten wir auch. Ich hatte die Anforderung vom DLV, dass ich eine Hallensaison machen muss, im Kader zu bleiben. Und da habe ich natürlich gesagt, was gibt es denn Schöneres, als mal in Dresden zu springen. Habe ich die letzten Jahre immer nicht gemacht. Und freue ich mich, dass ich dieses Jahr gemacht habe und dass es dann so toll hier war. Ja. Besser als der Deutsche waren nur Michael Donizan, zwar mit der gleichen Höhe wie Havernay, aber mit weniger Versuchen. Und der favorisierte Russe Sergei Mudrov übersprang die 2,29 Meter und ist damit nun der Dritte der Weltrangliste. Ich bin sehr gerne in Deutschland und immer, wenn ich eingeladen werde, komme ich natürlich auch sehr gern. Der Schwingboden hier in Dresden ist sehr gut und natürlich die Stadt Dresden selber ist wunderschön. Ich freue mich immer, wenn ich hier sein kann. Der Stabhochsprung der Frauen nahm nicht ganz den von den Zuschauern erwünschten Verlauf. Publikumsliebling Martina Strutz konnte die Erwartung leider nicht ganz erfüllen. Bei der Höhe von 4,42 Metern musste das nur 1,60 Meter große Kraftpaket die Segel streichen und wurde am Ende nur Vierte, was sie nicht allzu tragisch nahm. Also Ambiente ist natürlich wie immer geil, muss man sagen. Also da hat Dresden überhaupt nichts verlernt in einem Jahr. Mit meiner Leistung nicht ganz so zufrieden, kann ich auch nicht. Letzte Woche eine 40, heute eine 32. Hab so ein bisschen Probleme in der Achillessehne, ist keine Entschuldigung. Den Sieg sicherte sich die 32-jährige Polin Anna Rogowska. Mit 4,63 Metern siegte sie in neuer Meeting-Rekordhöhe und freute sich sichtlich über ihren Triumph. Es war ein sehr schöner Wettkampf. Mein eigentliches Ziel war der Meeting-Rekord, den habe ich erreicht und daher bin ich überglücklich. Glücklich waren auch die rund 2000 Zuschauer, die am Ende alle Sportlerinnen und Sportler ausgiebig feierten.